Isochemie. Use the blue technology. Herzlich willkommen im Isochemie Trainingscenter. Heute erkläre ich die Montage des Isoblocko Multifunktionsbandes. Multifunktionsbänder dichten alle drei Ebenen in einer Bauanschlussfuge ab, kümmern sich also um Luftdichtheit, um Wärmedämmung und um Wetterschutz in einem Produkt. Die Montage ist relativ einfach. Wir öffnen die Rolle. Der Anfang, der wird immer abgeschnitten, also die ersten 2-3 cm einfach abschneiden. Und jetzt leicht zurückstehend, die Bänder sind so gewählt, dass sie auf beiden Seiten des Blendrahmens leicht zurückstehen. Und hier wird jetzt dieser überstehende Teil des Multifunktionsbandes abgeschnitten. Hier sitzt später die innere Fensterbank. Das gleiche auf der Außenseite für die äußere Fensterbank. Hier oben haben wir einen Überstand von ungefähr 18 mm. Die erste Seite ist montiert, ist gedreht. Hier im stumpfen Stoß zusammengesetzt, mit leichtem Überstand abgeschnitten. So, das Multifunktionsfugendichtband ist nun fertig ums Fenster herum montiert. Die nächsten Schritte sind Vorbohren der Befestigungsschrauben und dann Einsetzen in die Fensteröffnung. Werden knapp an die Bohrung gesetzt. Und jetzt entsprechend ausgerichtet. Fenster mit dem Isoblocko Multifunktionsdichtband ist nun fertig eingebaut. Es geht langsam auf und im unteren Bereich verwenden wir eine vollflächig selbstklebende Folie. Isoconnect Vario SD. Vario SD, also eine Folie, die man aufgrund des variablen SD-Werts auf der Innen- und auf der Außenseite eines Fensteranschlusses einsetzen kann. Auch hier bitte nicht vergessen, die Verarbeitungsanleitung vorher sorgfältig durchzulesen. Da sind Tipps drin, Verarbeitungstipps, die einfach weiterhelfen und Fehler vermeiden. So, ich habe ja schon mal die passende Länge zugeschnitten und zu Beginn empfehle ich immer, die Folienanfänge so ein bisschen umzuklappen. Beginnen hier auf der linken Seite. Kleben. Von der Oberfläche Wand oder in dem Fall Isotop Windfamer Top 3 auf den Fensterbankanschluss. Wichtig zum Schluss: eine Andruckwalze verwenden. Folie sauber anreiben. So, die Abdichtung auf der Außenseite unten mit Isoconnect Vario SD ist nun erfolgt. Wie geht es nach innen weiter? Die Wärmedämmung wird jetzt vorgenommen mit einem hochelastischen Polyurethanschaum Isotop Elastiflex. Bitte immer dran denken, auch die Baufuge vorher entsprechend anzufeuchten. Und auf der Innenseite wird dann die gleiche Folie für die innere Abdichtung wieder genommen, also auch wieder Isoconnect Vario SD, um die Luftdichtheit entsprechend herzustellen. Und nicht vergessen, use the blue technology.